So, herzlich willkommen zurück. Genau, nicht wundern, wir sind jetzt gerade an einem etwas anderen Punkt, wo wir aufgehört haben, also etwas weiter zurückgesetzt, 40 Meilen oder so, weil ich habe gerade eine Folge aufgenommen und so wie jetzt gerade sieht man, mein Spiel ist da, aber in der Vorschau hier ist nichts da. Ja, OBS war der Meinung, was ich leider nicht bemerkt hatte, aus dem Augenwinkel, mein Fenster wieder nicht zu fangen. Dieser Huso-Sohn. Mal kurz gucken. Die alte Aufnahme, die ist aber noch komplett vorhanden. Nur bei der Aufnahme jetzt muss ich erstmal dem wieder überreden, das Fenster zu fangen. So. Schwuppdiwupps. Fenster. Da, da, da. Und du bist bitte du. Perfekt. Das sieht gut aus. Dann sollte das ja jetzt passen. Richtig? Ja. Sehr schön. So. Er kauft mir den Spielstand, den ich ausgewählt habe, zum Wiederherstellen. Ist auch der richtige gewesen. Wir haben irgendwie bei 1050 Meilen aufgehört. Jetzt sind wir bei irgendwie 1070 Meilen. 1100 Meilen sogar. Genau, da vorne ist der Rastplatz, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir sind also kurz davor. Weil der nächste Speicherpunkt, den ich gefunden hatte, war erst irgendwo weiter dahinter. Und ja, ne? Ready to roll. Das können wir natürlich hier im Let's Play nicht machen, einfach irgendwelche Sachen überspringen. Bin ich kein Freund von. Weil ich bin nämlich schon eine ganze Weile gefahren gewesen, bevor mir das dann hier aufgefallen ist, dass immer noch das Pausenbild bei OBS drin war. Von daher war auch der Quicksave-Slot nicht mehr richtig. Aber er macht zum Glück auch noch eigene Speicherpunkte. Und davon zum Glück so viele, dass man da noch ein Stück weit zurückkommt. So, wir fahren jetzt mal ganz schnell zum Rastplatz hier. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, genau, jetzt haben wir nämlich auch wieder das Ding hier mit dem keinen Auftrag. Genau, ist immer noch das Ding hier. Genau, das Ding jetzt. Haben wir das also auch wieder drinne? Jetzt weiß ich gar nicht. Ach, okay, wisst ihr, das ist ja auch nicht mehr drinne, weil meine Aufnahme ist nämlich schon zum nächsten Level gekommen. Das war also auch schon Teil von dem, wo OBS nicht mehr aufgenommen hatte. Das ist natürlich auch schön. Also nicht das Richtige aufgenommen hat, weil er das Fenster nicht aufgenommen hat, sondern irgendwas anderes. Dieser Huso-Sohn. So. Nichtsdestotrotz cruisen wir jetzt einfach mal los. Da vorne fliegen auch wieder diese Düsenjets rum. Und Hubschrauber. Wow. Ganz schöne Action hier. Find a new route. So, wow, hey.
So, an der Position war jetzt letzte Folge und von hier aus können wir jetzt weitermachen. Sehr gut. So. Achso, wie sieht das bei der Bank hier aus? Ah, genau, das hatten wir hier gerade angenommen gehabt. Und alles andere habt ihr noch nicht mehr gesehen. Aber gleich kommt nämlich dann der nächste. Ah, genau. Warte mal kurz. Kann nämlich jetzt sein, dass nämlich genau sie gleich fertig wird mit einer Fracht. Genau, die ist nämlich fast am Ziel. Okay. Naja, das war also alles schon Sachen, die ihr gar nicht mehr gesehen habt. Na gut. Okay, let's go. Und wir fahren jetzt wieder in die Nacht hinein. Und ja, werden so wahrscheinlich auch in dem Rhythmus, den wir sind, werden wir das wahrscheinlich auch in der Zeit machen, dass wir mal nachts fahren und tagsüber schlafen. Wow, das ist ein bisschen weit. So, machen wir schon mal das Licht hier an. Sehr gut. Und dann let's go. In the real life kommt langsam auch die Sonne rein. Mein Gesicht ist auch schon hell erstrahlt. Hat schon enge Straße hier. Zu weit nach rechts hin kannst du nicht, weil Schilder. Und zu weit nach links hin kannst du auch nicht, wegen dem Auflieger, für den Fall, dass der Gegenverkehr kommt. Muss noch vorbeipassen. Ach ja. Und es ist immer wieder entzückend, wie oft die meine Kameras sind. Himmel ist total grau, schwarz. Und im Rückspiegel sieht es total bläulich aus. Und auch wesentlich heller. Als zum Beispiel der Rückspiegel. Ja, wenn man mal die beiden Rückspiegel einzeln miteinander vergleicht, ist halt der, ich sag jetzt mal, echte Rückspiegel auch reeller. Und oder dieser Overlay-Rückspiegel, der ist halt komplett off. Ich war schon ja viel zu schnell. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum das bei OBS so komisch ist, dass er die Fenster mal einfängt und mal nicht. Ich meine, das Programm heißt immer gleich, der Fenstertitel von dem Programm ist immer das gleiche. Und nach was geht denn OBS, bitteschön? Warum wird mal das Fenster richtig erkannt und mal nimmt das Fenster nicht auf, obwohl es immer genau das gleiche Programm ist? Also, es ist mir gerade ein bisschen sehr suspekt. Naja. Ich finde das halt auch immer geil, habe ich auch schon 20.000 Mal erzählt, aber wie man richtig sieht bei diesen Schildern, dass sie schon aus der Ferne zurückstrahlen, weil die halt mit diesen Zeugbeschichte sind, was halt zurückstrahlt. Dieses Reflektormaterial. Wie auch immer das jetzt wissenschaftlich korrekt heißt.
Aber diese Reflektorbeschichtung ist halt schon echt gut simuliert hier in dem Spiel. Gerade wenn du irgendwelche Schilder in der Ferne hast und dann den Weitscheinwerfer anmachst, die sie dann auch teilweise richtig hinten aufblitzen. Ist schon echt cool gemacht. Und auch hier bei dem LKW um die Reflektoren. Der LKW ist komplett im Dunkeln, da tropfen sich die Reflektoren. Und jetzt sind sie nicht mehr. Geht also wirklich direkt vom Licht angestrahlt. Also das ist schon echt geil gemacht. Da ist natürlich die Frage, ob wenn die Engine neu aufbauen, ne, kennt man ja ETS3 und ATS3, wovon ich schon jetzt schon erzähle, ob man das denn auch so gut nachgebildet bekommt in einer normalen, also wenn das jetzt von Grund auf neu entwickeln und dann auch, ich weiß halt nicht, wie sie das gemacht haben mit den Reflektoren. Ich meine, es gibt mehrere Wege. Einmal sind das halt Objekte, ganz normale Weltobjekte, und es wird einfach berechnet, wie weit mein Scheinwerferlicht geht, und wenn die halt innerhalb dieser Range sind, leuchten sie halt auf, als Lichtquelle quasi. Oder aber sie machen das mittels Shader. Beides Sachen, die man auch mit einer, ich sag jetzt mal, moderneren Grafik-Engine locker reproduzieren kann. Also dafür braucht man auch keine besondere Rendering-Pipeline, weswegen sie auf die Engine hier angewiesen wären. Aber vielleicht genau solche Spielereien, die Sachen, die quasi so aufwendig gemacht sind, weswegen sie immer noch bei dieser Engine bleiben, auch wenn die halt technisch schon relativ veraltet ist, wenn man so möchte. Ne, wie gesagt, die wird da weiterentwickelt, keine Frage. Aber man merkt halt an vielen Punkten, zum Beispiel an diesen Overlay-Rückspiegeln, dass die Engine halt definitiv Probleme hat. Ja. Das kann man so nicht abstreiten.
So, da muss man jetzt kurz gucken hier. Warum schickt er uns hier außen rum? Die Straße wird doch hier durch und dann hier. Wir können einfach direkt durch die City fahren. Weil können wir dann auch hier das Fragezeichen abarbeiten. Ich meine, ist wahrscheinlich nur eine Arbeitsagentur, ne? Aber. Macht durchaus Sinn. Ich guck nämlich gerade, wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Der nächste Speicherpunkt ist hier vorne. Weil wir müssen nämlich auch mal bald wieder tanken. So ungefähr. Das heißt, die nächste Ruhepause wäre dann in 10 Stunden. Wie lange haben wir? Wir haben, ja, 10 Stunden. Passt, ja. Dann können wir nämlich bei der nächsten Pause auch gleich mal tanken. Weil unser Tank ist nämlich mittlerweile doch schon recht aufgebraucht. Ich kann nochmal ganz kurz durchschalten. Vielleicht noch 570 Meilen. Okay. Und es sind 500 Meilen. Also wenn wir nicht viel zu schnell fahren, da wir den Sprit unnötig stark verbrauchen, sollte es reichen. Wir müssen da ab und zu mal überprüfen, ob es auch wirklich reicht. Ja, 10 Stunden ist das dann also wieder 10 Uhr und dann pennen wir wieder bis 20 Uhr. Sprich, also nach dem nächsten Mal pennen ist es wieder dunkel oder am dunkel werden. Sehr geil. Ich sag's ja, wir sind jetzt voll in diesen Rhythmus reingekommen, dass wir mal nachts fahren. Nicht geil, aber gut, das müssen wir machen. Da vorne müssen wir jetzt runter. Ah, Einkommen, 10.000. Stephanie G. Yeah, da ist er. So, das heißt, jetzt können wir das Ding hier vor unten zurückgeben. Hey, wir hätten schon davor eins von denen zurückgeben können, ne? Aber wir können sagen, wir geben auch mal das Ding jetzt zurück. Oder nee, komm, wir geben das zurück. Hopp. Aber es sind immer noch 5.000 Dollar. Passt. Ist im Level aufgestiegen. Genau, und jetzt müsste sie nämlich Fahrermanager da. Genau. Jetzt sind die beide gleich auf. Er ist natürlich immer noch weit abgeschlagen.
Trauerspiel mit ihm. Einfach nur Trauerspiel. Das hier sind Profite, mein Freund. Da, so muss das aussehen. Ja, die machen hier natürlich schon richtig Schotter, ne? Ja, habt einfach mal 20.000 schon. Okay, er gar nicht so viel, tatsächlich. Na gut. Naja, aber eben. Ich meine, bei meinem privaten Spielstand, da habe ich ja schon Fahrer, die sind komplett aufgelevelt, also Level 10 und haben auch alle. Also. Ja, eben, das ist ein bisschen komisch. Ne? Normalerweise ist ja das Level die Anzahl an Fähigkeitspunkten, die man hat. Also hier, die Sachen kombiniert. Aber bei den Fahrern, dass du hier nochmal eine separate Bewertung, was auch immer das bedeutet, und das eigentliche Level steht bei denen gar nicht. Weil er zum Beispiel wäre jetzt 6 plus 1 plus 1 plus 1, also Level 9. Ja, genau so. Ne, er ist sogar schon Level 10, er hat hier oben noch einen Punkt. Ha? Aber das Level steht hier gar nicht. Also. Ich habe bei mir schon welche, die sind von der Bewertung her bei 10 und haben hier schon alle 36 Punkte zusammen, also wären Level 36. Und die kriegen schon pro Auftrag so um die 50 bis. Ja, so schwankt so um die 50.000 auf jeden Fall. Manche bekommen auch ein paar mehr, manchmal kommen die auch mit Aufträgen zurück, die dann haben die 80.000 oder mehr. Aber so im Schnitt würde ich sagen, sie haben so. Pro Auftrag 50.000. Und das ist jetzt schon auch die Schotter. Da sind die leider noch ein bisschen weit entfernt. Aber gut. Sind doch gerade mal Level 9 oder 10. Die besten beiden. Da ist also noch ein bisschen Potenzial. Los, fahr, ist grün. Ah, lieber, wir sind hier gerade auf. Mal gucken, wo es so uns lang schickt. Lass jetzt aber speichern. Oh. Ah, siehst du. Funktioniert doch. Haben wir hier nur dieses eine Fragezeichen? Ja, aber da müsst ihr extra rumfahren und da weiß ich jetzt nicht, ob ich da auch Bock habe. Ne, wie gesagt, wenn überhaupt, ist es bloß ein Jobcenter. Warum bin ich hier lang gefahren? Jetzt haben wir voll die rote Welle. Das war ein böser Fehler. Wahrscheinlich hat er uns deswegen auch aus dem Raum geschickt, weil wir da keine Ampeln haben. Also potenziell schneller vorankommen. Naja. Carson City. Mein Freund. Schon wieder rot. Ah, jetzt grün. Ah, jetzt ist rot. Ah. Ich hab das Gefühl, dass wir draußen rumfahren sollen. Ich wundere mich gerade, warum meine CPU-Auslastung nur bei 11% ist. Ist nicht normalerweise bei Aufnahmen etwas höher? Nicht, dass das OBS immer noch irgendwelche komischen Sachen macht hier. Wollen wir dann mal nachher mal die Aufnahmen angucken. Und die tuckern hier rum. Als gäbe es keinen Morgen. Was sind denn das rote Licht? Achso, für Linksabbieger. Ah. Wetten, bis wieder angekommen sind, ist da auch rot. Ha, war noch gelb.
Ach Leute, was macht ihr denn hier? Beide Spuren blockiert, beide Zucker hin bis 40 mph lang. Aktiver Freude dran vorbei, ne? Autobahn ist gerade frei. Alter, wie der Auflieger von dem immer so rumzappelt, ne? Digga, hatte ich ja glaube ich mal erklärt, woran das liegt. Ganz kurz, als Erinnerung, ja, der Auflieger hat keine Physik, also er wird physikalisch nicht komplett simuliert, sondern er aktualisiert nur irgendwann, wie schräg unter ihm die Fahrbahn ist. Und dass das halt nur periodisch alle paar Ticks ist, wie man so schön aus der Doom-Welt sagt. Also, nur ab und zu passiert und nicht bei jeder Frame. Kann es halt sein, dass er immer dann, wenn er aktualisiert, die Straße unter ihm sich so verändert hat, dass er halt nachziehen muss. Und wenn die Aktualisierungsrate halt sehr niedrig ist, was in dem Fall halt der Fall ist, dann sieht man das halt auch richtig. Was auch ein Trauerspiel ist. Also, könnte man schon echt ein bisschen besser machen. Wir dürfen 70 fahren. Wow. Und wir sind trotzdem zu schnell. Wow. Das schafft nur ein Vollblut-Ronny. Wir haben immer noch 16 Stunden vor uns und haben noch 8 Stunden, also alles, na, jetzt ist alles im grünen Bereich. Das passt wunderbar. Und bis zur nächsten Schlafplatz brauchen wir auch noch ungefähr 8 Stunden. Das ist dann schon ein bisschen knapper, aber sollte passen. Wir haben zwar definitiv schon das rote Bett. Aber hey, das ist ja egal. Welcome to Reno. Oh, wir würden ja bloß auf 65 fahren. Aber diese Geschwindigkeitsänderung. Jetzt hier losziehen, Alter. Kann ich mich reinquetschen? Geht auch nicht wirklich. Ah, ist 1D. Hat endlich mal wieder ein bisschen Geld verdient. So. Lassen wir uns hier reinfallen. Haben wir doch nur noch 55. Ja, leck mich doch. Aber da vorne ist auch ein Blumengeschäft. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was sie eigentlich machen, diese landwirtschaftliche Inspektion. Ich meine, wir transportieren doch gar keine Pflanzen. Was ist das hier? Was soll das? Da muss ich mal ein bisschen recherchieren, was das eigentlich ist für ein Ort hier. Wow, Chaka tut sie auf wie Sau. Alter. Gefühlt 3 FPS. So.
Ja gut, das ist natürlich eine geile Position hier. Entweder kommt von der linken Spur eine oder von der rechten Spur. Wir kommen gar nicht raus. Weißt du was? Leck mich. Dann machen wir an der Stelle gleich mal voll Ende. So. Dann muss das für der Folge gewesen sein. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann sind hoffentlich alle Fahrzeuge despawned, weil wir erst frisch geladen haben. Das heißt, wir können da auch günstig weg. Ach ja. Dass da LKWs keine Vorfahrt haben oder so. Da kommst du als LKW-Fahrer nie raus. Außer du hast günstige Autofahrer, die dich vorlassen, aber danach sah es gerade nicht aus. Bis dann.